Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 29.10.2015 und mein erster Arbeitstag. Aber ich habe trotzdem gute Laune. Ja, irgendwie wird es ja auch wieder Zeit. Wenn man so lange frei hat, dann ist auch irgendwie doof. Vor allem, wenn man dann so faul ist wie ich und nichts macht. Muss man ja ehrlich sagen, ich habe ja Faulenz, wenn nichts gemacht, außer ein paar Videos. Instagram-Bild gepostet, daraus gleich noch einen Blogpost gemacht. Der Hund ist müde. Irgendwie guckt so komisch die letzte Zeit. Ich glaube, die Kralle ist ab, ich weiß es aber nicht. Zeig mal. Ja, die Kralle ist ab. Bisschen dick. Ich weiß nicht. Ein bisschen anders als sonst. Vielleicht ein bisschen tiefer. Vielleicht tut es ein bisschen weh und deswegen ist es so komisch. Ich weiß es nicht. Ich mache mir jetzt erstmal hier noch Kartoffelsuppe heiß. Dann werde ich hier essen. Dann müsste ich mich rasieren. Lust habe ich nicht, aber naja. Duschen mit dem Hund raus und zur Arbeit. So, das war es halt schon. Ein bisschen doof, ne? Ein bisschen wenig. Könnt ihr euch ja mal vom Quadlock erzählen. Wollte ich schon längst mal im Video machen, aber ich glaube, ich habe das sogar schon mal aufgenommen und dann aber gelöscht, weil mir nicht gefallen hat, was ich gemacht habe oder das Video eh schon sehr lang war. Zur Info, das ist kein bezahlter Post oder ist keine bezahlte Werbung. Ich habe mir den Teil selber gekauft und ich bin davon begeistert. Deswegen erzähle ich euch. Ja, wie ihr wisst, geht laufen und ich hatte mein iPhone 5 ja immer in so einer Tasche und Rantastic. Auch das Teil habe ich mir selber gekauft und werde dafür nicht bezahlt. Da passte das iPhone 6 Plus aber nicht mehr rein. Nachdem das iPhone 5 ja die Hufe hochgerissen hat und kaputt war, musste ich ja was anderes machen. Dann habe ich mir lange Zeit das iPhone 4 benutzt, weil das 6 Plus in diese Tasche nicht reingepasst hat. Dann habe ich mir ein Flipbelt bestellt. Das ist ein Gürtel, wo man so reinschlüpft und dann hat man hier so Taschen, wo man reinschieben kann. Da passt das 6 Plus rein, aber irgendwie sehr knapp und das war mir irgendwie zu eng und ich habe es nie da drin benutzt. Ich habe dann das iPhone 4 da reingemacht, das ist auch super, da weg mal ausführlich. Da können wir morgen drüber sprechen, sehr gut. Ja, und dann bin ich auf Quadlock gestoßen. Quadlock ist auch so ein Armband, eine Hülle fürs iPhone. Und wie man hier sieht, ist hier so eine Aufnahme. Also, Armband um, Telefon hier so ein bisschen schräg ansetzen, rumdrehen. Fest, kann man nicht laufen, wackelt auch nicht so doll. Also zum Lösen muss man hier die kleine Lasche nach unten drücken und wieder zurückdrehen. Fertig, ab. Ist total super, bin ich sehr begeistert von. Mich stört es hier oben nicht, wenn ich was am Arm habe, wenn ich laufe. Manche sind da ja ein bisschen empfindlich, keine Ahnung, oder stört es vielleicht. Ich finde es super. Und das Schöne ist, man hat nicht nur es gibt nicht nur dieses Armband, sondern es gibt eine Halterung fürs Auto. Mit einem Saugnopf, glaube ich, eine Halterung fürs Fahrrad und eine Aufnahme für ein Stativ. Und überall kann man dann mit dieser Hülle, die es zu jedem Telefon gibt, oder zu fast jedem Telefon, also alle iPhones habe ich gesehen und auch andere Geräte, Android-Geräte waren auch dabei, kann man die dann da überall anklippen. Und außerdem gibt es beim, ich weiß nicht, ob das dazu gab oder extra bestellt habe, ich glaube, das war dazu, zum Laufarmband hier, glaube ich. Ja, wenn es ein bisschen nieselt oder so und man geht ja halt trotzdem raus, dann gibt es hier nochmal so eine Hülle, die man hier so rüber stülpt. Ein bisschen schwer, aber muss ja raus, sonst geht es gleich wieder ab.
Zack. Und dann ist es nicht wasserdicht, aber auf jeden Fall Spritzwasser geschützt. Und ja, also wie gesagt, ich finde es total super. Ist mal so eine kleine, ach, geht jetzt aber auch schwer, ne? Kleine Empfehlung von mir. Niedliche Sticker habe ich dazu bekommen, yay! Aber Quadlock kann ich nur empfehlen, zumindest zum Laufen. Und die Halterung ist wirklich, also hier diese Aufnahmen und diese Halterung vom Laufarmband ist, sitzt so fest, dass ich da auch keine Probleme hätte, das Teil am Fahrrad anzubauen mit der Fahrradhalterung, die ich mir nicht bestellt habe. Und ja, ich finde es auch gar nicht so schlecht mit der Hülle. Ist mein iPhone 6 Plus ein bisschen dicker, ein bisschen handlicher wieder. Gut, so viel dazu. Kinder, ich bin so müde gerade. Oh, erster Arbeitstag. Schrecklich. Ist echt so hart. Der erste Arbeitstag immer. Muss sich da echt wieder dran gewöhnen, ne? Und naja, die kleine Cookie muss sich auch dran gewöhnen. Als sie von der Arbeit kam, hat sie in ihren Bauch gegluckert und dann wollte sie erstmal nichts fressen. Naja, oh, ich könnte mich hinlegen und pennen, aber ich muss ein Video schneiden. Zum Glück war heute noch ruhig und nicht so viel Stress und musste nur Annonce machen. Das war auch ganz gut. Weil eine neue Karte haben wir auch noch. Halt ganz vergessen. Jetzt habe ich mir erstmal einen Kaffee gemacht. Die Videos werden gerade übertragen. Oh, hoffe ich, dass der Kaffee hilft. Und morgen habe ich 12 Uhr Schicht. Das heißt, ich muss das Video heute auch fertig kriegen, damit ich das morgen früh auch noch schaffe zu veröffentlichen. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass heute nicht so viel los war im Video. Morgen und übermorgen wird nicht besser, aber so ist mein Leben, ne? Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Und